Was soll man von Graphologen halten? Also von Menschen, die sich wissenschaftlich daran machen, eine Schrift zu deuten. Was soll man von Graphologen halten? So schreibt es der katholische Schriftsteller Julian Green Mitte der 50er Jahre in sein Tagebuch. Was soll man von ihnen halten? Nach ihrer Auskunft hat der heilige Franziskus die Schrift eines Hochmütigen und die heilige Theresia von Lisieux die Schrift einer Verbrecherin. Was soll man von Graphologen halten? Es ist vielleicht ganz gut, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute einmal den hochmütigen Franziskus betrachten. Denn offenbar verrät die Schrift doch eine ganze Menge. Allein der Name. Er hieß wahrscheinlich gar nicht Franziskus. Wahrscheinlich, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, hat ihn seine Mutter Johannes genannt. Das war sein Name. Sein Vater war nicht zu Hause. Er war auf Geschäftsreise, eben in jenem Land, das ihm dann den Namen gab. Diesem kleinen Franzosen, wie er sich dann nannte, Francesco. Der kleine Franzose. Sein Vater, der auf Geschäftsreise in Frankreich war, dem Land der Troubadoure, des Minnegesangs, das hat diesem kleinen Knaben imponiert. Das wollte er gerne sein und so hat er sich vor seinen Freunden, in seiner Kameradschaft, in seiner Umgebung aufgeführt. Als ein kleiner, extravaganter Troubadour, der auf Geld keine Rücksicht nimmt, der es ebenso den Armen gibt, wie er es verschwenderisch auf den Kopf hat. Erkennen wir nicht hier eine Spur von Hochmut? Oder in jener anderen Begebenheit, es ist eigentlich die erste schriftliche Begebenheit, die uns noch vor seiner Bekehrung, wenn man so will, erzählt wird. Er steht dann auf dem Stand, auf dem Markt, am Stand seines Vaters, zwischen Stoffballen und verkauft einem Geschäftspartner teure Stoffe und wertvolle Brokate bestickt. Und ein Armer schleicht sich dazwischen, der einfach bettelt. Der stört natürlich das Geschäft und irgendwann verschwindet er. Nachdem das Geschäft abgewickelt ist, ist Franziskus, nachdem er vorher schon abgelenkt war, ist er unruhig. Er lässt den Stand, so wie er ist, und eilt durch die ganze Stadt, durch das Gewühle und Gewurle eines Marktes, um jenen, diesen Bettler wiederzufinden. Und endlich entdeckt er ihn. Als er ihn findet, überschüttet er ihn mit Geld. Und er schwört sich, nie mehr gibt es einen Armen auf der Welt, den ich nicht beschenke. Ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, auf den ersten Blick klingt das fromm. Aber ist das nicht auch hochmütig? Ist das nicht eine Omnipotenzfantasie? Ich beschenke alle Armen der Erde, die mir begegnen. Wahrscheinlich hat er Glück gehabt, dass es noch keine Nachrichten gab und kein Twitter und kein Facebook. Sonst wäre Assisi zu klein gewesen. Davon kann man ausgehen. Was soll man von Graphologen halten? Die sagen, die Schrift des Franziskus verrät einen Hochmütigen. So fragt es Julian Green. Aber er bleibt bei dieser Frage nicht stehen. Und die Schrift der Therese von Lisieux ist die Schrift einer Verbrecherin. Aber, so schreibt Julian Green, durch all das hat die Gnade einen Strich gemacht. Welch eine grandiose Beobachtung, die ebenso schlicht wie grandios ist. Durch all das hat die Gnade einen Strich gemacht. Franziskus ist nicht jener lustige Troubadour geblieben. Wie kommt er hierhin an diesen Tag, von dem wir eben im Hymnus gesungen haben, sich nackt am Ende die Wundmale Christi tragend auf den Boden zu legen, um zu sterben? Wie kommt er dazu, sich in den letzten Stunden seines Lebens eben jenes Evangelium, das hier vor uns aufgeschlagen ist, das wir gestern Abend in Transitus hörten, von der Fußwaschung? Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Wie kommt er dazu, sich so mit Christus gleichzusetzen, dem er körperlich schon ähnlich geworden ist, dem er in seinem kirchlichen Amt als Diakon ähnlich geworden ist, als der unter euch, der dient?
Er ist nicht jener hilflose Helfer geblieben, als der er sich vielleicht am Anfang aufgespielt hat. Nicht der einfach lustige Troubadour, der mit der Schöpfung verbunden durch die Gegend hüpft. Durch all das hat die Gnade einen Strich gemacht. Wie sie wahrscheinlich Therese von Lisieux vor dem Verbrechertum möglicherweise bewahrt hat, ein kühner Satz, ich weiß, hat die Gnade, allein die Gnade, Franziskus vor allem anderen bewahrt und die nach und nach, Schritt für Schritt, durch viele schmerzhafte Stunden, durch die Einsamkeit, am Ende fast durch die Erblindung, hingeführt zu Christusförmigkeit. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater und der, dem es der Sohn offenbaren will. Franziskus hat sich nicht darüber beschwert. Er tat seinen Mund nicht auf. Er ist eingetaucht, selbst als man ihm die Leitung des Ordens nahm, als er die gleiche Erfahrung wie Christus macht, von den eigenen Leuten verraten zu werden. Er schweigt wie Christus, tut er seinen Mund nicht auf. Er hat Teil an diesem wunderbaren, an dieser wunderbaren Gegenwart des Schweigens Christi und wird ihm so immer ähnlicher, ganz ähnlich. Er wird ein, wie man durch Generationen bis heute sagt, ein alter Christus, ein anderer Christus, zum Verwechseln ähnlich. Kaum je hat es einen solchen Heiligen gegeben. Aber er muss durch diese Stunden hindurch, durch all das, wo die Gnade einen Strich durchzieht. Man kann das nicht einfach nachahmen. Man kann die Franziskaner und alle franziskanischen Gemeinschaften, auch unsere lieben Schwestern, mit denen wir heute dieses schöne Fest feiern, man kann sie nicht einfach nur bewundern. Es ist nicht einfach, einen solchen Ordensgründer zu haben. Wahrlich nicht. Denn man muss sich immer wieder vor Augen halten. Alles das, was wir uns vorstellen, was wir als das neue Ideal, auch wenn wir fragen, wie kann man das denn heute leben? Wir sind ja schließlich nicht mehr im 12., 13. Jahrhundert, auch wir leben nicht in Oberitalien. All das muss ja alles angepasst werden. All das, wenn wir es wieder schön zu Papier gebracht haben, wenn wir gerade so nett beisammen sind, durch all das macht die Gnade einen Strich. Aber es muss die Gnade sein, die diesen Strich zieht. Immer in der Christusförmigkeit, immer im Blick auf ihn. Franziskus lebt genau diesen Blick vor, diese Spur, die er durch die Geschichte zieht des Christentums, Gott sei Dank, bis heute. Die Schrift, die den Hochmütigen verrät, hat sich in Schweigen verwandelt, macht sich der Erde, dem Mutterboden gleich im letzten Augenblick, nackt, wie er auf diese Erde kam. Und doch, indem er so geht, wie er geht, verdankt er alles der Gnade.